Willkommen zurück, nächste Folge, die synkt. Ich brauche mehr Quarz, ihr habt nämlich gemerkt, dass hier gar nicht mehr so viel liegt. Also ein bisschen was haben wir noch, aber ich habe zwei Dinger vergessen. Hier habe ich zum Beispiel einen 2,8er vergessen und hier oben einen 3,8er vergessen. Den da oben werde ich auch manuell anfahren. Ja, werde ich tun. Der ist ja voll, aber den schicke ich hier hoch, dass der soll hier hinstehen. Genau, weil das findet er sonst nicht mehr, weil es ja außerhalb von seinem Radar ist. Aber das sollen die da oben machen. Deswegen werde ich jetzt endlich mal im Osten ein bisschen schauen, was es im Osten Neues gibt. Und ich kann mal hier kurz reingucken. Nee, da habe ich keine Lust drauf. So, wir schauen mal hier. Oh, ein kleiner Botglitch. Ich weiß, den kann ich ja auch scannen und dann würde ich die, die Dings bekommen. Die verseuchten Teile. Das ist jetzt aber auch ein sehr kleines Plateauchen. Das Plateauchen ist, glaube ich, kein richtiges Wort, aber... nein, ich mache nicht die Max-Distanz beim Strommasten. Also hier kommt gerade die Frage aus dem Chat, ob ich die maximale Distanz mache. Nein, ich setze es immer hier an den Rand vom Gebiet. Ich weiß, ich könnte es noch weiter außen setzen, also im Nicht-Stromgebiet, weil sich das ja sonst überlappt. Jetzt überlappt sich es ja. Das weiß ich, dass man es machen kann, aber ich gebe zu, ich bin einfach zu faul. So, also hier, oh, hier haben wir sehr schön fast über 10.000 Kristall, wenn man die kleinen Dinger noch außen rum nimmt. Aber ich bin auf der Suche nach Quarz. Und Metall haben wir hier auch. Und vor allem haben wir hier wieder eine Fäulnis. Oh, hier ist noch mehr Kristall. Und ein Nest. Sie kommen. Frage, wo kommen sie? Hier kommen sie. Und da ist nochmal so ein Bot-Klitsch. Nicht stehen bleiben. Schön wegfahren vor denen. Nicht, dass ich Angst vor euch hätte mittlerweile. Oh, hier ist noch mehr Kristall. Ich hätte gar nicht so weit fahren sollen. Hier im Osten sind sehr ressourcenreiche Felder. So, die Würmer sind von dem Ding da paralysiert oder was? Ein heruntergefahrener Schuppenwurm. Moment, das ist ein toller Titel. Ausgeschaltete Würmer. Ausgeschaltete Würmer. Toller Titel für eine Folge. Finde ich jetzt ein bisschen merkwürdig. Also vor allem der Begriff ausgeschaltet. Ich meine, das ist ein Computervirus. Computervirus kann doch nicht auf die Aliens überspringen. Oder sehe ich das jetzt zu eng? Aber das sind ja biologische Tiere und keine Computertiere. So, hier habe ich ein bisschen Quarzsand, aber das ist auch nur Nasenwasser. Aber hier ist echt viel Kristall. Hey, hier ist ein Kristallbrocken. Hier ist ein Kristallbrocken. Hier sind zwei Kristallbrocken. Also ich muss mich mal in diese Richtung ausbreiten, weil da oben gibt es viel. So. Eigentlich muss ich den Howler mit euch mitschicken. Reparaturzwecken. So, hier geht es weiter. Wobei technisch gesehen ist es ein eigenes Plateau. Mit einem eigenen Nest. Ein paar Viecher. Ist immer noch sehr merkwürdig, die bewegenden Bäume. Die sich bewegenden Bäume, so. Ja, mich stoppt's, aber ich bin ja auch technologisiert. Also ja, im Chat kommt gerade wieder die Anmerkung, dass mich der Virus ja auch gestoppt hat. Ja, schon, aber wie gesagt, ich bin ja auch technologisiert und die Aliens sind biologisch. Deswegen ist es für mich nicht ganz logisch,
dass dieser Virus die Würmer ausschalten kann. Also wenn es ein Computervirus ist, dann macht es keinen Sinn, ich habe mich hier in eine Sackgasse manövriert, das war jetzt nicht ganz so gut. Außer ich denke jetzt falsch und diese Nester sind nicht biologischen Ursprungs, sondern sie sind technologisch. Dann will ich nichts gesagt haben, aber ich glaube, die sollen nicht technischen Ursprungs sein, sondern das soll schon die biologische Lebensform dieses Planeten sein. Ich werde dir gleich, also hier kommt die Frage, ob ich meinen Forschungsbaum zeigen kann, weil ich schon sehr weit bin. Werden wir gleich mal machen. So, hier habe ich wieder ein bisschen größeres Plateau entdeckt. So, hier ist nämlich schon das nächste Nest. Das machen wir mal weg. Moment, hier kommen, wobei hier sind wir da oben. Wie komme ich auf das Plateau außer von hier hinten hier runter, glaube ich, oder? Hier ist nochmal so ein. Ja, hier komme ich hoch, okay. Und hier ist nochmal ein Nest. Da sind ein paar süße Kleine dabei gewesen, ein paar Babys. Du solltest vielleicht mal in die zweite Reihe reingehen. Warum war das Nest jetzt so billig? Das ist eine gute Frage, aber das ist jetzt kein Riesenplateau. Außer das macht jetzt hier oben noch einen Schlenker. Aber ein Haufen von diesen Bots hier. Hier. Hier nochmal ein Nest. Nee. Ah, das geht so halb ineinander über. Kann man jetzt so bestreiten, ob das eins ist. So, Moment, ich muss da trotzdem. Moment, ich wollte hier rüber, weil hier so viel wie Kristall ist. Und hier, Moment, wo? Hier konnte man hoch, genau. Und hier muss ich rüber, weil da die neuen Quarzressourcen, wobei hier auch nicht so viel oben liegt. 2, 2, 3, 2, 2, 2, 6, 2, oh, ah, nicht ganz so viel. So, Moment, dann du machst nochmal kurz den hier weg. So, wartet ihr hier mal. Dann hole ich meinen Hauler dazu. Wieso seid ihr... Achso, hier habe ich den... So, weil jetzt hier die drei Dinger im Ding sind. Moment. Hier, da war der Tix drin, ja genau. Warum seid ihr jetzt hier hingefahren? Verstehe ich nicht so ganz. Aber gut, von mir aus. Macht, was er wollt. So, Hauler, bitte hier dazu. So, und dann gehen wir mal kurz in den Forschungsbaum hinein. So, also einfach durch Fortschrittliche, durch Roboter. Wie gesagt, nur noch die Quantenrobotik zu erforschen. Die anderen drei gehen ja nicht. Außerirdisch weiß ich nicht, was da unten noch kommt, weil ich weiß gar nicht, ob man die 30 überhaupt zusammenkriegt. Fäulnisvergrößerung, die will ich eigentlich jetzt endlich mal machen, weil ich das Ding hier bauen will. Aber... Wobei, doch, ich krieg die zusammen. Ich krieg die bestimmt zusammen. Ne, wie viel habe ich? Moment, 18. Ja, und Virusimpfstoff und Virusinfektion könnte ich noch machen. Die anderen gehen ja noch nicht. Und bei menschlich, da habe ich noch ein bisschen was vor mir. Hier habe ich erst den Matrixrahmen und Produktion. Also in fortschrittliche Drohnen und so weiter habe ich noch alles nicht gemacht. Da hänge ich noch ein bisschen. Das wäre eigentlich ganz gut, dann könnte ich nämlich hier zum Beispiel sowas machen. Liefer 1000 Strom. Ja. Irgendeinen speziellen Reiter, den ich anklicken will. Das ist schon das Teil gebaut, das aussieht wie ein Nest. Ja, wenn du das hier meinst.
Wenn du das hier meinst. Um die grünen Datenwürfel zu bauen, ja, das habe ich schon. So, jetzt aber, ich muss mich jetzt weiter dahingehend ausbreiten, bevor das hier unten alles aus ist. Okay, die farmen jetzt das ab. Hier liegt noch. Hier auch noch. Da haben wir noch einen Dreier stehen. Und die, das sind jetzt mit dem hier beschäftigt, gell? Ja. Der Quarz ist jetzt gerade auch nicht das Problem. Wo habe ich eigentlich gerade Ressourcenprobleme? Ausnahmsweise. Und Kabel mal wieder. Warum Kabel? Was fehlten euch schon wieder? Mir fehlt Silizium. Ein Kristall. Ein Kristall, warum die jetzt hier rüber gefahren sind, hat mich jetzt nicht so ganz verstanden. Man muss nicht immer alles verstehen in diesem Spiel. So, hier. Ja, komm, hier machen wir nochmal ein Kristallsuchgebäude. Weil ich habe doch hier jetzt einen Haufen Kristall. Sind jetzt etwa wieder hier hochgefahren. Ja, die sind jetzt beide wieder hier. Erst fahren sie darüber und jetzt fahren sie wieder zurück. Irgendein Fehler ist in meiner Denke drin, in diesem ganzen System, dass sie da manchmal, also grundsätzlich funktioniert es, aber sie fahren manchmal einfach in der Weltgeschichte rum und das ist jetzt nicht ganz so schlau. So, ich baue es hier, hin. Das ist auf jeden Fall drin mit diesem großen Radar. So, und dann nehmen bitte auch ein Leuchtfeuer. Und das. Okay, das reiße ich erst ab, wenn ich weiß, dass das gebaut ist. Kannst noch was anderes bauen, oder? Ich meine mit dem Teil. Habe ich noch nicht reingeschaut. Moment, bestimmt. Ja, die Viecher könnte ich bauen. Wobei, die sind ausgegraut. Aber sonst kann ich mit dem Ding nichts bauen. Nee. Ich könnte nur die Würmer und die kleinen Viecher bauen. Aber wie gesagt, die sind ausgegraut. Deswegen weiß ich nicht, ob es gehen würde. Bau die mal. Wenn es geht, okay, Moment, ich probiere es mal. Aber okay, gut, ich habe hier keinen Platz. Das ist natürlich auch das Problem. Brauche hier nochmal eins. Im Nest habe ich keins, das muss ich bauen. So. Das machen wir jetzt einfach mal. Hier dauert dann halt einen kleinen Moment. Ich darf es vor allem nicht vergessen, weil sonst werden da neue Würfel gebaut. Das will ich jetzt auch nicht. Oh, ich habe 18 Würfel. 78, alles klar, Forschung anschmeißen. 80 brauche ich. Los geht's, dann habe ich Speer. Dann kann ich mir einen Speer bauen und dann kann ich endlich auch mal wieder ein bisschen was anderes machen. So, Moment, Leuchtfeuer. Ich wollte immer wissen, was das Leuchtfeuer kann. Ich kann es einreißen, okay. Das ist aber mein erstes Gebäude, das muss ich eh markieren. Mit einem großen Leuchtfeuer. Ich dachte, das Leuchtfeuer kann mehr, da kann man halt Inventarplatz reinmachen. Im Moment, ich habe hier unten noch mal eins stehen. Ich dachte jetzt, das kann mehr. Aber es hat einen Inventarplatz. Also auch nichts Besonderes. Ja, schon, aber hätte sein können, das kann irgendwas. Irgendwas Spezielles noch. Deswegen, ich baue die ja auch nicht. Ich setze die ja nur als Marker hin und baue die ja letztendlich gar nicht. Einfach nur, um zu wissen, welches Gebäude das, also so für mich als Gedankenstütze. Okay, Laterit ist gleich leer. Euch habe ich auch noch keine weitere Automation, deswegen mal schauen, wo haben wir denn das nächste Laterit? Hier nirgends. Muss kurz schauen, hier oben wäre Laterit, aber nur kleine. Ah, hier haben wir einen großen Brocken, okay. Dann warten wir mal kurz.
Die 10 Laterit können wir noch zuschauen. Einfach mal runter. Genießen einfach den Moment. Einen Moment Stille und schon ist es weg. So, jetzt muss ich dir sagen, wie du darüber fährst. Genau. Hier habt ihr noch was. So, Attacke. So, weiter hier drüben im Text. Moment, meine Ding wieder einblenden. Hier muss ich nämlich hoch. Copy paste, damit ich da aufs Feld hochkomme. Ah, Moment, ich muss noch ein weiteres Radar bauen. Genau, das habe ich ja noch nicht. Einmal da, da. Es fehlen hier noch drei große, fette Rahmen. Und dann mache ich noch ein paar Würmer. So, ich sollte jetzt eigentlich auch mal die hier, den kleinen modularen Reaktor, weil ich die hier jetzt jede Menge auf Vorrat. Das heißt, ich kann die kleinen modularen Reaktoren einfach auch bauen. Werden die auch in der menschlichen Fabrik gebaut? Nee, die werden in der normalen Fabrik gebaut, gell? Die muss ich nicht in der menschlichen Fabrik. Also ich kann sie hier bauen, weil die halt auch einmal so schnell ist. Eine menschliche Fabrik ist besser wie zwei Montageanlagen. Machen wir es über die menschliche Fabrik. So, dann brauche ich aber noch eine. Oh, menschliche Fabrik. So. Und mir fehlen noch zwei. Aber ich setze sie mal auf Prio. Machen die das schön fertig. Wie sieht es hier aus? Ja gut, ja, mir fehlen ein Rahmen mit hoher Dichte, weil hier nichts geht. So, Moment, Lager ist fertig. Dann fordern wir bitte eine Verhaltenssteuerung an. Hast du eigentlich Erfahrung mit dem Rundfunksender und mit dem Funkempfänger? Ich nehme mir schon seit gefühlt, nicht nur gefühlt, sondern seit real, glaube ich, 4 Wochen vor, mir das mal anzugucken und ich denke nie dran. Ich warte kurz, bis das ankommt. Moment, nein, das nicht. Und auch keine 10 normalen Würfel. Du darfst resimulieren. So, du baust. Okay, die sind zwar aus. Ach, das sieht nur aus, als wären die ausgegraut. Was soll man bauen? Ein Wurm oder ein Trilobite? Fangen wir mal klein an. Ich baue mal so ein Trilobite. Chris aus dem Chat wünscht es sich auch. Dann machen wir es so. So, hier warten wir noch auf 5 Platten, 2 Platten und 4. Okay, Moment, Verhaltensstörung ist da. Stellen wir die schon mal ein. So, hier wollte ich, was wollte ich denn jetzt noch machen? Genau, der kleine modulare Reaktor, genau. So. Du produzierst das in 1:1. Darf. So. Davon will ich aber nicht so viel haben. Davon reicht. So, Attacke. Gut, dass ich dir natürlich erstmal
an Schubhilfe geben muss, ist mir auch klar. Moment, den brauchen wir ja, das brauchen wir. Ja. Und so. Und hier kommt das Ergebnis raus. So. Gut. Ah, okay, wird gerade fertig geschickt. Und den nehme ich schon mal verbinden. Ich leere Platz. Davon 2, 3. Davon 2, 3. Und das Endergebnis. So, passt. Und hier fehlt jetzt noch eins, da können wir fast dabei bleiben. Der Trilobyte, der müsste eigentlich auch gleich fertig sein. Moment, aber ich kann du, genau, und du gehst hier rüber. Dir muss ich trotzdem, glaube ich, erstmal Anschub geben, indem ich dir mal die hier verpasse. Und wo sind, wo produziere ich denn die? Die mache ich hier oben. So, 20 davon bitte. Oh, von denen habe ich echt genügend her. Forschung ist fast, ja gut, fast durch, dauert noch ein kleines bisschen, aber nicht mehr allzu lang. So, und kommt hier, ah, hier kommt der letzte Block. Gut. Ach nein, das war das hier, verdammt. Es war nur das hier. Hier kommt, jetzt kommt der letzte Block, alles klar. So, dann, nee, das machen wir nicht, sondern wir machen den kleinen modularen Reaktor. Ist damit verbunden. So, Attacke. Oh, geht einigermaßen. Da ich es noch nicht verarbeite, ja, jetzt fordert er an, genau, passt. Da ich es noch nicht verarbeite, kann ich eigentlich erstmal nur eine Fabrik laufen lassen, das reicht. So, jetzt schauen wir uns mal unsere neue Armee an. Und Trilobyte. Bewegungsgeschwindigkeit 3. Not connected to logistic network. Moment. Jetzt muss ich mal was testen. Also der bringt da jetzt nicht so wirklich viel. Gut, der kann der angreifen irgendwie. Der hat einen Inventarplatz. Das ist okay. Der braucht keine Energie. Das ist auch gut. Den könnte ich verbinden. Ich habe jetzt eine Vermutung. Ich meine, ich muss kurz, wenn ich gerade eh hier stehe, das hier ändern. Genau. So. Du bekommst ein Signal jetzt von diesem Gebäude. Genau, und hier müssen wir noch weiter nach oben arbeiten. Ich will das nur kurz fertig machen, bevor ich meine Vermutung zu Ende erzähle. So, wo ist verdammt? Verdammt, wo habe ich ihn hingeschickt? Ich weiß, ich finde ihn wieder über mein Inventar-Ding, aber habe ich ihn denn hingeschickt? Keine Ahnung. Findet man jetzt auch nicht mehr. Er läuft jetzt nicht wirklich. Er läuft nicht unter Bots. Das ist natürlich blöd. Hier ist er. Da oben. Quantenrobotik abgeschlossen. Da machen wir noch gerade mal kurz Pause. Ah, da kommt wieder unser Freund, der menschliche Virus. Dass unsere Technologie auf diesem Planeten dahingehend entwickelt, dass wir beginnen können, unsere wahre Technologie zu entwickeln und ein wahres Potenzial auszuschöpfen. Wenn du deine Hilfe brauchst, ich muss diesem Ort entkommen, nur du kannst mir helfen. Dies ist das Ende dieses Zweigs der Geschichte für die aktuelle Version des Spiels. Aber zukünftige Updates folgen, es wird noch mehr Geschichte geben. Juhu! So, jetzt kann ich auf jeden Fall Speer bauen. Da will ich mir auch gleich mal einen von bauen. Und die Kommandozentrale. Was die mir so bringt, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Gut, zwei M-Slots.
Du hattest vorhin gesagt, 20 ist das Maximum. Also wenn ich eine Kommandozentrale baue, dann kann ich mit 2 M-Lager-Dingern 24 draus machen. Kann das sein? Leg mal ein internes Modul auf den Weg Strom. Ne, große nicht, aber der M-Slots. Der hat 2 M-Slots und ich kann ja die M-Lager bauen. Hier. Das sind 9, 18 plus seine 8 drin, wären 26 Slots. Also das ist dann das Größte. Wie... Ja, oder hier steht nicht dran, wie groß das Ding ist. Wie groß ist die Lagerkomponente? Ja, Moment, ich kann noch ein Bot hat doch einen L-Slot, oder? Genau, The Rock. Ja, ich glaube, The Rock ist noch größer. Ja, es gibt einen Large-Lager, ja. Das hatte ich ja gerade hier. Ich baue das jetzt auch mal, weil es steht nämlich nicht dran, wie groß das ist. Das haben sie vergessen reinzuschreiben. Ich baue das jetzt mal in Verbindung mit dem Rock, der arschlangsam ist. Aber ich will es trotzdem wissen. Wobei, nein, den Rock muss ich ja gar nicht bauen. Doch, ich muss es ja irgendwo reinsetzen. Lass es mal laufen. Nein, es gibt kein Gebäude mit 2. Die bin ich schon alle durchgegangen. Ich meine, ich habe jetzt alle Gebäude erforscht. Es gibt immer nur maximal einen L-Slot. So, jetzt wollte ich aber meine Theorie noch zu Ende führen. Also auf jeden Fall, der hat einen relativ großen einen. Ja, der nimmt das noch mit, der nimmt das da oben noch mit. Und der nimmt sogar das noch mit. Ich muss hier nur noch kurz mein Stromnetz erweitern. Jetzt wurde ich schon wieder abgelenkt, aber man muss ja auch optimieren. Und ich wollte auch einen Speer bauen, um da noch weiterzukommen. Aber jetzt machen wir erstmal das. Okay, das braucht halt die Rahmen mit hoher Dichte und ein Metall mehr. Was? Sind jetzt hier oben doof rum oder wie? Hier ist Metall. Wo sind meine Metallbauer? Also hier sind meine Erzabbauer erstmal. Wer bist du? Du fährst einen kleinen Umweg, okay. Wo sind meine... Hier. Ah, schön. Hier haben sie sich mal wieder wunderbar eingebaut. So, ich fahre dich jetzt auch manuell hier hoch, dass du einfach hier arbeitest. Dann könnt ihr euch nicht mehr so einbauen. So. Und du fährst darüber. So, jetzt standen sie nämlich alle drei nebeneinander und haben sich schön gegenseitig zugeparkt. So, also 1L, 3M, okay, das ist richtig viele Lagerslots, also 27 plus Large. Ja, genau, das ist das größte Gebäude. So, jetzt werden wir aber mal sehen, wie viel, sobald das produziert ist, werden wir mal sehen, weil mit, wie gesagt, die 8 plus das Large. Oder eben 26, wenn du die Kommandozentrale baust und da 2 M-Lager reinhaust, dann hast du 26 Lagerplätze. Allerdings ist die Kommandozentrale halt auch langsamer. So, Moment, Forschung ist übrigens durch. Wir hatten ja gelernt, hier sind wir jetzt durch. Die 30 weiß ich nicht, ob man die findet. Hier Fäulnis können wir noch, Fäulnisvergrößerung, das will ich schon die ganze Zeit bauen. Aber ich habe keine 80 Datenwürfel. Ich habe 19. Und nicht besonders viel. Was brauche ich eigentlich, um die zu produzieren? Ach, Plasma. Mir fehlt ständig das Plasma. Und Plasma wird nicht produziert, weil es arschlangsam ist. Aber grundgenommen wird es produziert. Also einfach nur langsam. Ja, ich müsste einfach mehr Plasma produzieren. Okay, da ich jetzt hier, ich baue jetzt hier einfach kurz ein zweites daneben, auch wenn das jetzt ineffektiv ist und ich es eigentlich anders aufbauen sollte, aber ich mache es jetzt erstmal so.
So, Moment. Die laufen die jetzt? Ja. Die hüpfen hier rein und die hüpfen da dann rein und der fordert die aktiv jetzt an. Gut, gut, ja, passt. Okay, das läuft alles. Die laufen. Okay, die laufen auch wieder. Jetzt dürfte dann auch Metall wiederkommen. Ja, okay. So, und wir warten noch hier drauf. Wird das heute noch was in der Folge? Wir sind bei 30 Minuten. Nein, das wird nichts mehr. Gut, dann beende ich die Folge, die diesen tollen Titel getragen hat oder trägt. Die ausgeschalteten Würmer. Finde ich immer noch sehr komisch, weil ein Computervirus, der biologisches Leben ausschalten kann, nicht so ganz logisch. Ich meine, okay, vielleicht ist mein Intellekt da auch zu begrenzt. Vielleicht gibt es auch irgendwann mal, wir sind ja hier irgendwann mal in der Zukunft, vielleicht gibt es ja auch Viren, die Menschen und Maschinen befallen können. Wer weiß. Und dann ist man gelähmt und kann sich nicht mehr bewegen. Wäre natürlich eine Variante. Ja, Naniten kommt gerade aus dem Chat. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, ja. Wie bei den Borg. Die können auch alles befallen, ja. Ja, okay. Der Punkt geht an dich. Naniten, das ist eine Möglichkeit. Alles gut. Aber jetzt beende ich die Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Dann ist dieser Rock fertig mit dem Mega-Lagerslot. Und dann wissen wir, wie groß der ist. Also bis dahin, macht's gut. Ciao.